Ja, hallo, in diesem Video geht es seit längerem mal wieder ein Video von mir. Bin ja auch ein sehr beschäftigter Mensch. Aber sei es drum, jetzt gehen wir mal ein klassisches Stück durch, das ich hier ganz einfach halten möchte. Und da möchte ich zunächst erstmal die Bassspur spielen. Dieses Stück wird dir, wenn ich es dann anspiele, wird dir wohl bekannt vorkommen. Es kommt sehr häufig vor, dieses Stück ist von einem Kirchenmusiker geschrieben worden, der viel für die Harmonielehre getan hat. Also ein weltberühmter Komponist, Johann Sebastian Bach. Und an diesem Stück werden wir uns einfach mal jetzt ranwagen. In Anlehnung, ja, nicht, dass du jetzt hier zu viel erwartest, ich möchte hier keine Erwartungshaltung erzeugen. Aber so schwierig ist es auch wieder nicht. Also man kann es wunderbar nachspielen. Das Schöne bei der klassischen Musik ist einfach, dass man einfach den Kopf frei macht und einfach nur spielt. Also du kannst so richtig in eine Relaxphase reinkommen. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum ich Gitarrenunterricht gebe, um anderen Menschen zu helfen, aus der Hektik des Alltags zu entfliehen und sagen, es ist gut, jetzt komme ich mal wieder zu mir und bin einfach nur ich. Ja. Gut, wir fangen mal an. Wir brauchen unsere A-Seite für den Basslauf. Und wir brauchen unsere E-Seite. Also die beiden tiefen Seiten. Jetzt, wir sind beim Bass. Also die Seite und die Seite. Und jetzt spielen wir zweimal A-Seite. Dann spielen wir vierten Bund E-Seite. Das ist Ton Gis. Danach zweimal zweiter Bund E-Seite und dann offen die E-Seite. Ja, bis dahin erstmal. Nochmal, offene A-Seite, vierter Bund. Zweiter Bund, offen. Jetzt den fünften Bund auf der A-Seite. Ton D. Und da habe ich es genauso jetzt gemacht. Fünfter Bund. Vierter Bund. Zweiter Bund. Offene E-Seite. Und dann geht es wieder von vorne los. Alles vom Basslauf jetzt her. Und wenn du jetzt den Handballen auf die Brücke legst, mal sehen, ob ich das jetzt so zeigen kann, so auf die Brücke legst, dann kannst du die Saite auch ein bisschen dämmen. Ja, dieser Effekt. Das ist zunächst erstmal nicht wichtig. Wichtig ist einfach, dass du dir die Tonfolge merkst. Zweimal die A-Seite. Und dann wieder von vorne. Okay. Kommen wir dann zur Melodie. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Licht dazu gemacht. Bei der Melodie ist es so, du wirst jetzt gleich, ich spiele jetzt gleich den ersten Teil an.
Und du wirst sehen, dass ich jetzt mit dem Finger auf den vierten Bund der G-Saite gehe. Das ist Ton H. Also die H-Saite. Das ist bei mir jetzt pure Gewohnheit. Deswegen mache ich das jetzt. Ich könnte auch die offene H-Saite spielen, aber um jetzt sicher zu sein, dass es jetzt auch funktioniert, spiele ich jetzt gleich das H hier. Starten tue ich hier, zweiten Bund auf der H-Saite. Ja. So, warum starte ich jetzt hier am zweiten Bund der H-Saite? Wir haben ja eben den Basslauf gemacht und da sind wir ja mit dem A angefangen. Und jetzt nehme ich mir die Terz, dann H, dann A, zweiter Bund auf der G-Saite, Gis, dann wieder A, dann wieder Cis, A und dann zweiter Bund Fis auf der hohen E-Saite. Okay? Und das Ganze klingt dann so. So hat er mich eben verspielt, also das passiert mir also auch noch, ne? Okay, ich mache da so einen kleinen Barré und greife den hier jetzt gleich mit. Hast du jetzt die Melodie erkannt? Jetzt bin ich hier beim Fis. Und das gibt mir jetzt den D-Dur. Dieser Part, den wir jetzt eben gespielt haben. Das ist eigentlich jetzt A-Dur. Da spiele ich jetzt das A-Dur auch nur bis zum Cis. Da würde der A6 nicht mehr passen. Weil Fis wäre jetzt ist also der nächste Akkord. D. Ja? Ich mache es nochmal ganz langsam. Ich spiele bis zum Cis. Und dann spiele ich hier gleich den D-Akkord. Aber zunächst erstmal die Melodie. Ja? Da. Akkordwechsel. Und jetzt geht's weiter. Vierter Bund. Fünfter Bund. Und jetzt dritter Bund. Also, setzen wir das mal zusammen. So, und daraus ergibt sich jetzt Folgendes. Du hast jetzt folgende Akkorde. Und dann B-Moll. Sind die ersten drei Akkorde, okay? Jetzt kommt wieder H und das Gis. Und das ist wiederum, das Gis ist wieder die Terz beim E. Wenn du jetzt aber das E-Dur hier spielen würdest, wäre das zu tief. Also geht es also weiter. Gis, du legst den Finger hier drauf, auf den zweiten Bund der D-Saite.
Und gerade ist jetzt, hoppla, was ist das? Das sieht doch aus wie dieser Akkord sieht doch jetzt aus wie der D-Septim, nur auf dem vierten Bund und dritten Bund geschoben. Ja? Und da sind wir dann auch schon. Das wäre ja D7, wenn der Finger hier, der erste Finger auf dem C liegen würde, auf der H-Seite, erster Bund. Dann der Finger auf dem zweiten Bund der G-Seite und der dritte Finger auf dem zweiten Bund der E-Seite. Das wäre D7. Und wenn du den jetzt verschiebst, dann wäre das jetzt D7 und das ist E7 auf die Melodieseiten. Aber du brauchst ja auch irgendwie, du könntest jetzt natürlich auch die tiefe E-Seite nehmen. Geht auch, ja? Klar. Aber wir machen das jetzt mal so, dass du den jetzt hier so nimmst. Hier am zweiten Bund der D-Seite. Nach D kommt ja E, wenn du dir die C-Dur-Tonleiter mal vor Augen führst. Und jetzt hättest du hier ein rein E7-Akkord. Okay? Dann ist er nur einen halben Schritt nach hinten gegangen oder nach oben gegangen. Vom Gis zum A. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück, weil jetzt müssen wir nämlich gleich noch ein paar weitere Binde weitergehen. Siebter Bund auf der E-Seite. Und jetzt zum E. Fünfter Bund, H-Seite. Und da könntest du jetzt wieder diesen Akkord verschieben, den B-Moll-Akkord auf den Cis-Moll-Akkord. Dann spielst du aber wirklich nur von hier. Greifst also hier das Cis, hier das Gis, Cis, nee, hier ist Cis, Entschuldigung. Das wäre jetzt Gis, Cis und E. Dann geht es wieder zurück zum B-Moll. Das tiefe E zum Abschluss. Jetzt spielst du hier den Ton, vierten Bund, und kannst jetzt gleich in den in den E7 reingehen. Cis-Moll. Noch was, wenn ich diesen Cis-Moll spiele, so wie ich ihn jetzt hier greife, das ist jetzt typisch für Anfänger. Normalerweise würde man jetzt hier ein Barré greifen aus purer Gewohnheit. Du könntest den auch als Anfänger könntest du den schon so spielen, weil ich spiele jetzt nur die Töne, die ich greife. Die beiden E-Saiten lasse ich weg. Dann kommt hier dritter Bund. Dann der Ton H. Und das wäre wieder die Quinte zum Abschluss vom E-Dur-Akkord. Ich mache es jetzt mal richtig übertrieben. Du hast gesehen, jetzt habe ich nur den B-Moll gehalten und habe mir die Töne rausgesucht.
So, das war es eigentlich von meiner Seite. Mehr wollte ich gar nicht jetzt hier machen, wollte ich einfach deine Kreativität ein bisschen inspirieren. Und lass es einfach fließen. Setz dich einfach hin und probier es aus. Okay, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren und nimm dir ruhig mal so klassische Stücke zu Gehör. Aida, Toccata, für Elise. Das sind eigentlich sehr schöne Stücke zum Entspannen. Kann ich nur empfehlen. Und danke, dass du mein Video geschaut hast und wünsche dir alles Liebe und viel Spaß beim Gitarrespielen. Bis dahin. Ciao.